Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es ist schön, dass Sie heute Nachmittag so zahlreich zu uns gekommen sind, um mit uns Landfrauen den 22. Wettbewerb um die schönste Erntekrone und den schönsten Erntekranz Sachsens zu eröffnen. Im Namen des Sächsischen Landfrauenverbandes begrüße ich Sie alle sehr herzlich hier in der evangelischen Kirche St. Nikolai zu Löbau. Beim Wettbewerb um den Publikumspreis haben Sie die Möglichkeit, Ihren Liebling auszusuchen. Und dabei brauchen Sie keine Regeln zu beachten, sondern Sie können einfach danach gehen, welche Krone, welcher Kranz Ihnen am besten gefällt. Arbeit steckt. Arbeit fleißiger Landwirte und derjenigen, die die Produkte
Kunstnerde. Bis dahin können wir natürlich uns freuen auf dieses Landesernte-Dankfest und auf das, was wir dort erleben werden. Oberbürgermeister Buchholz hat gesagt, es gibt noch einen Grund, denn die Löbauer haben viel vorbereitet. Ich bin in den letzten Jahren bei sehr, sehr vielen Erntedankfesten gewesen und ich freue mich auch in diesem Jahr nun in meiner neuen Funktion, Freitag, Sonntag und Sonntag bei Ihnen sein zu dürfen. Ich wünsche allen viel Freude, den Erschaffer der Kunstwerke, viel Erfolg beim Wettbewerb. Ihnen alles Gute über das Segen. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Staatsminister, Frau Schönheit, ich bin froh, dass Sie alle begrüßt haben, da kann ich mir sehr viel sparen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit großer Freude darf ich Sie alle hier in der großen Kreisstadt Löbau und genau hier in der schönen Löbau-Nikolaikirche begrüßen. Ich freue mich, dass wir bereits heute mit der Eröffnung des Wettbewerbs Schönste Erntekrone, Schönste Erntekranz Sachsens 2015 eine Art Auftakt für das 18. Sächsische Landesernte-Dankfest in Löbau starten und der Sächsische Landfrauenverband somit den Startschuss für alle weiteren Veranstaltungen gibt. Der Landfrauenverband richtet traditionell in jedem Jahr im Zusammenhang mit dem Landesernte-Dankfest einen Wettbewerb um die schönste Erntekrone und den schönsten Erntekranz Sachsens aus. Die Arbeit, die in diesem Jahr steckt. Denken und Danken sind verwandte Worte. Wir danken dem Leben, in dem wir es gedenken. So sagte der Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann. Viel zu selten denken wir darüber nach, woher wir all das bekommen, was uns täglich zur Verfügung steht. Das Erntedankfest gibt Gelegenheit, dass wir uns besinnen auf diese Werte. Die Ausstellung zum 20. und 22. Wettbewerb Schönste Erntekrone und Schönste Erntekranz ist ein schöner Auftakt zu dieser Besinnung zu werden. Ich wünsche den sächsischen Landfrauen viele interessante Besucher und vielfältige Begegnungen und Eindrücke sowie erlebnisreiche Tage in Löbau. Danke. Wir grüßen Sie ganz herzlich hier in der St. Nikolaikirche zu Löbau. Wir, das sind die beiden Kirchgemeinden vor Ort, die römisch-katholische, die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde. Und der Kirchenbezirk, für den ich hier stehe, für diese östlichste Region Sachsens. Es ist Symbol für die Träger des Lebens, der Samen, immer wieder neu. Im ersten biblischen Buch ist uns zugesagt, Gott sprach, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir haben Leben weiterzugeben, auch dieses keimende Leben der Pflanzen, es macht uns reich, reich zum Teilen. Und das lässt uns dankbar sein. Dankbar dem Schöpfer gegenüber, der es uns eben immer wieder in dieser Treue schenkt. Und dankbar denen, die mit ihrem Fleiß, mit ihrem Schweiß, mit ihrer Kraft und mit auch ihrem Geist dieses Leben immer wieder in die Erde geben und vermehren. Na, da, dazu, so ging nicht, ja, ich lebe immer, a żeby matko móc dziękować za Twoją miłość, Maryjo, prowadź nas do nieba ścieżką tną. Wysłuchaj, Matko Boża, jak wielbi Ciebie lud. Unseres Symbols von Getreide, vielen Dank von eurer Einladung.
Dankeschön, das von Rösti Schuh. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Das ist wunderbar. Das ist eine Freundin. Vielen, vielen Dank. Thank you.